Hallo und willkommen bei Eifel 3 TV. Wir sind heute in Rohren, am ehemaligen Wintersportzentrum in Rohren, wo nichts los ist. Nicht nur wegen Corona, auch sonst. Kein Wintersportbetrieb. Kein Wintersportbetrieb? In Rohren doch. Wir haben da was für euch und das werden wir euch jetzt zeigen. Ja, jetzt sind wir hier in der Rohrener Marktstockstraße und nichts deutet eigentlich darauf hin, dass es hier Wintersport gibt. Aber es ist tatsächlich so und wir sind jetzt bei der Familie Drolf und da kommt auch gleich schon um die Ecke Hausherr Georg Drolf. Hi. Hallo Georg. Hallo Dirk. Wintersport hier bei euch in der Marktstockstraße ist möglich und wird gemacht. Du bist ja ein alter Sporthase sozusagen. Deine Mütze zeigt ja schon SV Bergwacht Rohr. Du warst langjähriger Vorsitzender. Was hast du denn so an sportlichen Aktivitäten in deinem Leben alles gemacht? Also ich habe eigentlich alles an Sport gemacht, was der Sportverein Bergwacht Rohr angeboten hat. Als kleiner E-Jugendlicher Fußball bis zur Mittelrheinauswahl. Turnen habe ich gemacht, Volksläufe mitgemacht. Mit Skisafari war ich mit. Und da haben wir auch schon das Stichwort Skisafari. Du bist auch Wintersportler gewesen und bist ja wahrscheinlich noch Wintersportler, das werden wir nachher wahrscheinlich erfahren. Was hast du da gemacht? Langlauf, Abfahrt oder wahrscheinlich alles? Ich habe ein bisschen Langlauf gemacht, aber das Interessante war einfach Abfahrt. Ja. Okay. Alpine Abfahrt, das war eigentlich immer das Allerschönste. Ja. Und wie gesagt, die über weite Grenzen hinaus bekannte Skisafari, die Bergwacht Rohren, war ja immer ein Top-Highlight im Jahr. Leider musste sie auch coronamäßig diesmal ausfallen. Ja, aber irgendwie geht's weiter mit Wintersport. Ich sehe zwar, hier ist keine Piste, aber du hast mir gesagt, du betreibst Wintersport. Wie? Ja, ich betreibe einen ganz merkwürdigen Wintersport, aber am besten zeige ich euch das, weil das kann man so ohne weiteres nicht erklären. Wo? Am besten kommt ihr mal mit hinter das Haus zu meinem Pool. Zum Pool? Ja, zum Pool. Okay, wir lassen uns überraschen. Gehen wir mal hin. Ja. Georg, das ist ja. Was machst du denn im Pool? Machst du Eisangeln oder worum geht's da? Nee, was macht man denn normalerweise im Pool? Schwimmen. Ja, im Winter? Ja, Eisschwimmen. Eisschwimmen? Ja, das können wir euch jetzt gleich hier ganz genau angucken. Eisschwimmen? Ja. Wie kommt man denn dazu? Ja. Also das Ganze hat angefangen mit ganz normalen Menschen. 2006 haben wir einen Pool gebaut, in etwas größerer Form eingelassen, quasi wie einen Keller gebaut, für die Kinder und für den Sommer. Aha. Aber wie viel wurde das genutzt? Ja. 15 Tage im Jahr. Ja. Kinder sind mittlerweile weg. Ja. Und dann kam vielleicht auch der Eifler Kniepsack raus und sagte, nee, also so ein Aufwand, ich versuche mal, weiter zu schwimmen, immer weiter zu schwimmen. Und dazu bin ich ein ziemlicher Morgenmuffel, morgens so eine Runde schwimmen, das baut also total auf. Ja, weiß man. Ja, dann habe ich mit und mit angefangen und die Temperaturen sanken, 10 Grad, 9 Grad, 8 Grad, aber ich konnte immer weiter schwimmen, das war toll. Ja. Und dann habe ich mal in der Zeitung, ich glaube 2014 gelesen, dass die Anneliese Lauscher also mit noch einer Frau im Ruhrsee immer schwimmen ging. Und dass sie auf eine Weltmeisterschaft führen. Da habe ich gedacht, da kannst du das Ganze ja auch mal ein bisschen sportlicher betreiben. Aha. Nicht nur den Körper gegen die Kälte, sondern auch sportlich. Bin ja mal sportlicher Mensch. Und dann habe ich angefangen, das Sport zu treiben, habe mich ein bisschen informiert und habe gesehen, es gibt eine Eisgesellschaft, die Internationale Ice Association, Schwimm Association, von einem aus Südafrika 2009 gegründet. Da habe ich mich mittlerweile auch angemeldet. Und um da wirklich richtig Mitglied zu sein, muss man auch einen Wettbewerb schwimmen. Ja. Und dann bin ich 2020 im Januar auf die deutsche Eismeisterschaft gefahren. Ah, okay. Ja. Aber wir haben ja jetzt ein Problem. Der Pool ist zugefroren. Es hat heute Nacht war es ja total kalt. Ich glaube, minus 10 Grad hier in der Eifel. Ja, ungefähr, ja. Und das Problem ist ja bei dir dann noch, du musst jetzt erstmal freikloppen. Ne? Freikloppen. Eis rauskloppen, damit das Eisschwimmen auch wirklich Eisschwimmen ist. Wie macht der Eifler das?
Ja, womit? Bachschial. Mit Schöpf? Soll ich euch das zeigen? Ja, wir wollen das jetzt mal gucken. Also, das ist jetzt also kein Joke, sondern der Georg wird nachher in diesem Pool schwimmen. Okay, bis jetzt. Ja, könnte gerne sein. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, da kommt unser Rohrener Eisschwimmer mit seinem Sportgerät, kann man ja nicht sagen, weil du brauchst es nicht, aber du brauchst es zur Vorbereitung. Genau, ich brauche es zur Vorbereitung, um da durchzukommen. Weißt du, wie dick das Eis ist jetzt gerade? Wahrscheinlich. Dadurch, dass ich ja jeden Morgen schwimme, ist natürlich der Bereich, den ich immer freikloppe, nicht so dick. Aber es hat diese Nacht sehr gefroren. Ja. Wir können ja mal kurz. Ja, mal einen Test machen. Okay. Also, ja, ne, da braucht man auch so ein bisschen. Die andere Seite brauche ich gar nicht mehr probieren. Ja, ist klar. Ich sehe da auch gerade auf dem Thermometer 0,1 Grad, stimmt das? Nee, er behauptet 0,6. 0,6, ja. Also 0,1 wäre schon hart an der Grenze, ne? Aber 0,6 ist schon sehr kalt. Ja, es ist für mich auch nicht warm, würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ab 5 Grad wird es angenehm warm. Ja. Wir wollen mal darauf hinweisen, für jene, die jetzt versuchen nachzuahmen, ist nicht unbedingt erforderlich, das nachzuprobieren, weil es ist gesundheitlich auch nicht so einfach, wenn man es nicht vorbereitet hat. Ne? Nein, ich würde es also keinem empfehlen, wenn ich mich nicht das ganze Jahr über mit den sinkenden Temperaturen vernünftig daran rantaste. Ich würde keinem empfehlen, so in das Eiswasser zu gehen. Ich würde es nicht machen, ich mache selber auch nicht. Ich kenne meinen Körper mittlerweile. Wenn man es richtig macht, kann es sehr gesund sein, um die Abwehrkräfte zu stärken. Ja. Wissenschaftlich ist es, glaube ich, nicht durch. Es sind aber meine Erfahrungen. Ich habe fast 10 Jahre keine Erkältung mehr gehabt. Ja. Also du hast dich darauf vorbereitet, wenn du das nachher machst. Das heißt, du bist abgehärtet über einen längeren Zeitraum, also mit kaltem Wasser, auch in Verbindung zu treten und auch damit zu arbeiten. Da muss man ja einfach sagen, es ist tatsächlich eine Gewohnheit und eine Abhärtung. Ne? Ja, der Körper fängt ja an zu überleben. Der Überlebenswille des menschlichen Körpers, man spürt den eigentlich. Mhm. Die äußeren Gefäße, die verengen sich sofort und die inneren Gefäße, die weiten sich, damit die wichtigen Dinge im Körper auch entsprechend mit Sauerstoff und mit Temperatur angeregt werden. Ja. Und man verbrennt dann auch sehr, sehr viel Energie auf kurze Zeit. Eigentlich müsste ich kerzenschlank sein. Ja, aber das bist du ja auch. Ja, das gesunde Leben ist auch wieder so schön. Okay. Also das gute Leben ist auch schön. Aber es ist im Grunde genommen tatsächlich, was du gerade gesagt hast, dieser Temperaturwechsel, auch den man vom Saunen her kennt. Also nach einem Saunagang einfach ins kalte Wasser rein, dann macht man das natürlich nur für ein paar Sekunden. Ja. Aber es ist eigentlich genau diese Kreislaufbewegung, die dann erfolgt. Ne? Ich empfinde das so. Wie gesagt, ich habe das medizinisch-wissenschaftlich nicht nachgeforscht. Ja. Alles, was ich hier sage, sind hauptsächlich meine Empfindungen. Genau. Also, wenn Sie das wissenschaftlich haben wollen, müsst ihr das anders machen. Aber es ist auch deine persönliche Sache, weil auch deine Gesundheit hat auch damit zu tun, dass du einfach eine besondere Aktion daraus machst, die für dich hilfreich ist. Ja, ich bin ja ohne meine Hörprothesen bin ich ja vollkommen taub. Mhm. Deshalb arbeite ich auch nur noch 64,5% und kriege auch Teilerwerbsminderungsrente. Mhm. Und habe auch lange Zeit depressive Phasen gehabt. Aber es hilft dir dabei. Das hilft mir dabei. Ja. Also wenn ich in das Wasser tauche, in das Eiswasser, dann gibt es nur eine Beschäftigung. Ja. Mein Körper, das Wasser, die Natur. Dann ist kein Tinnitus, dann ist keine Taubheit, dann ist alles egal. Okay. Und das stärkt einen dann wieder, das, was man im Leben noch macht, die Qualität dann noch zu erhalten. Ja. Bevor du jetzt loslegst mit dem Eispickel ins Eis reinstechen und halt deine Bahn hier quasi freilegst, noch eine Info dazu. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Der Georg wird nachher, wenn er schwimmt, wird er uns nicht hören, weil er hat dann seine Prothesen aus. Also nicht wundern, das ist dann einfach so. Ne? Das ist auch bei deinem Wettbewerb ist das auch ähnlich. Da müssen andere Hinweise gegeben werden, damit du Bescheid weißt. Ne? Ich habe zwar ein Aquaset, aber ich weiß nicht, ob das 5 Grad und Kälte aushält. Deshalb lasse ich die Aquasets beim Eisschwimmen aus. Und dann bin ich vollkommen taub. Ja. Es gibt ganz bestimmte Kommandos, die höre ich nicht. Aha. Aber bei den Wettbewerben hat man immer einen Betreuer. Ja. Und die wissen das dann und dann tippen die mich an für die Kommandos und dann funktioniert das.
So, jetzt wird es spannend. Jetzt wird das erste Mal das Eis aufgepickt und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, das ist ja nicht so plötzlich gekommen, dass er gesagt hat, ich mache jetzt Eisschwimmen. Das hat sich ja entwickelt. Wir haben den Pool, wie er schon sagte, 2006 gebaut. Und ja, dann wurde er im Sommer genutzt, im Winter wurde er abgemacht. Irgendwann sagt er, das ist ja Blödsinn, ich lasse den jetzt auf und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Dann ist er reingegangen und reingegangen und reingegangen. Und als es dann irgendwann mal morgens gefroren war und er ist reingegangen, da habe ich das erste Mal gedacht, der spinnt doch. Ja, aber er hat das beibehalten. Seit einigen Jahren hat er keine Erkältung mehr. Und dann kommt er mir Ende 2019 und sagt, guck mal hier, hält mir einen Zettel hin, ein Anmeldeformular. Ich habe mich zu den deutschen Eismeisterschaften in Weizbronn im Eisschwimmen angemeldet. Ich sage, jetzt bist du total bekloppt geworden. Keine Vorbereitungen, kein Nix und sowas alles. Ja, sagte ich, bereite mich ja eigentlich vor. Mir kommt es drauf an, Spaß zu haben. Ja klar, sag ich, okay, dann machen wir das halt. Gut, dann sind wir nach Weizbronn gefahren. Und dann haben wir erkannt, es gibt noch mehr von diesen Verrückten. Ja, also normalerweise, wenn die dieses Eisschwimmen machen, dann brauchen die auch einen Betreuer. Da hat jeder Einzelne seinen Betreuer. Die haben dann ein Körbchen, da legen die ihre Sachen rein. Es gibt drei bestimmte Kommandos und dadurch, dass er ja nichts hört, werden bei ihm die Kommandos mit einem Handtipp gegeben. So, das Becken ist frei. Freigeräumt von der Eisschicht, die der Georg jetzt gerade mit seinen ganzen Werkzeugen befreit hat vom Eis. Und nein, ich werde nicht da reingehen, mit Sicherheit nicht. Schon. Wir haben nämlich mal gerade geguckt, das Wasser ist noch ordentlich kühl temperiert. Ne? Ja, also 0,5 Grad ist auch für mich so der... Ja. Mit der extremste Wert, den ich schwimmen kann, weil sonst ist es ja fest. Ja, sonst ist es fest, das ist klar. Und es ist genauso kalt draußen wie drinnen, also du wirst wahrscheinlich den Unterschied gar nicht spüren, sagen wir mal. Okay, jetzt kommt der große Moment. Der Georg wird reingehen und sich umziehen und dann werden wir sehen, wie ein Eisschwimmer ins Wasser geht. Ins Wasser geht. Und schwimmt. Wir sind... Wie im richtigen Leben ist dann auch hier immer ein Betreuer bei denen. Den Part übernehme ich jetzt. Ich mache auch die Originalkommandos und los geht's. Get off your cloth. Go into the pool. Take your mark. Bang!
jetzt sitzen wir hier im Wohnzimmer beim Georg Streuf. Ich bin immer noch leicht fröstelnd hier zusammengezuckt, weil das, was wir da gerade erlebt haben, das ist ja schon unglaublich. Der Georg hat sich umgezogen in der Zeit, ne, hat sich frisch frisiert, also nochmal geföhnt nach diesem tollen Einsatz. Ist wirklich unglaublich, wie man bei diesem Wetter in so einem Pool schwimmt. Aber es hat ja auch einen Grund, warum du das machst. Ne? Du hast ja einen Plan für nächstes Jahr. Ja, ich habe einen Plan für nächstes Jahr. Und zwar die Deutschen Meisterschaften. Mhm. Anfang Januar, wahrscheinlich wieder in Pfalzbronn. Aha. Da habe ich ja schon mal teilgenommen, voriges Jahr. Dieses Jahr ist leider alles ausgefallen. Und da bin ich ja sogar in meiner Altersklasse, man glaubt es kaum. Ja. In der Bahn 3 von der Bergwacht Rohren Georg Dröf. Bin ich sogar Dritter geworden. Super. Ja, bei den deutschen Meisterschaften. Direkt hinter dem Weltmeister und dem Europameister. Also mehr war absolut nicht drin. Ja, mein Ziel ist es halt, zu den nächsten German Open wiederzufahren auf Veitsbronn. Und ja, wenn ich es dann wieder schaffen würde, mich zu qualifizieren, ist dann im Februar die Weltmeisterschaft in Lettland. Wahnsinn. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also du hast ja jetzt eben die Bahnen gezogen. Also wir wissen inzwischen, Eisschwimmen ist tatsächlich Schwimmen. Also es ist nicht einfach mal reinhüpfen und eine längere Zeit im Wasser bleiben, sondern da werden Strecken gemacht. Ne? Also 50 Meter kraulen und so. Welche Disziplinen erwartet man dann da? Ja, also beim Eisschwimmen geht es sich bei den Wettkämpfen auch ganz klar um das sportliche Schwimmen. Mhm. Da gibt es von 25 Meter bis 1000 Meter alle Disziplinen im Kraul, im Freistil, Brustschwimmen, Rücken. Alle Disziplinen sind dabei und jede Disziplin wird einzeln gewertet. Die Königsdisziplinen sind natürlich die 1000 Meter, also ein Kilometer. Das traue ich mir nicht zu und das glaube ich auch nicht, dass noch mein Ziel für mich ist. Ich habe, wie gesagt, kürzere Strecken, vielleicht mal die 500 Meter, das wäre aber dann auch das absolut. Ist es dann Freistil, also du entscheiden kannst, mit welchem Stil du schwimmst, oder geht es dann auch noch nach Arten, also Brust, Rücken oder so? Gibt es Rücken eigentlich auch? Rücken auch, ja. Okay. Wobei, Rücken war, jetzt habe ich bei den deutschen Meisterschaften nicht gesehen, weil du sollst ja auch versuchen, den Kopf über Wasser zu halten. Mhm. Man kann natürlich ein bisschen, aber du sollst nicht zu weit runter mit dem Kopf gehen. Es gibt alle Disziplinen, Brust, Freistil, Kraul, Delfin. Okay. Alle Disziplinen dabei, von 25 Meter bis 1000 Meter, männlich, weiblich. Es gibt natürlich die Hauptgewinner mit Finalläufen und dann gibt es auch die Altersklassenwertungen. Okay. Also nächstes Jahr am 9. Januar, wenn ich das richtig verfolgt habe. Am 9. Januar. Wäre also im Grunde genommen dein großer Termin, auf den du dich dann in diesem Jahr 2021 dann vorbereiten willst und wirst. Ja. Wir haben natürlich inzwischen in der Eifel so leicht mediterranes Klima ab dem Frühjahr. Wie bereitest du dich denn dann vor? Du hast ja kein Eiswasser mehr. Ja, wie gesagt, mir geht es ja eh auch hauptsächlich um das Eisschwimmen, um diese körperliche Herausforderung zu schaffen. Und im Sommer kann ich natürlich dann auch nur das Schwimmtraining ein bisschen machen. Und für die Kälte gibt es eigentlich für mich nur morgens kalt duschen. Mhm. Es gibt natürlich Eiskabinen, aber bisher habe ich das zumindest nur so gemacht. Mhm. Dann jeden Morgen 5 Minuten unter möglichst kaltem Wasser, wobei unser kaltes Wasser dann auch nicht, also nicht die Temperatur hat wie mein Pool jetzt. Ja, klar. Mehr geht nicht. Ja. Wir haben uns ein überlegt von Eifel 3 TV, weil wir die Aktion so super finden und glauben, dass man damit auch noch weitere Leute aktivieren kann, zu unterstützen, dass wir den Georg das Jahr über begleiten, in seinen Anstrengungen letztendlich zum, sagen wir mal, Spitzenplatz zu werden, einen der drei Plätze wieder zu erreichen. Dritten Platz vielleicht, wird auch ganz nett. Hauptsache dabei zu sein, ne? Also mir geht es, wie gesagt, in erster Linie dabei zu sein. Mhm. Mir geht es hauptsächlich darum, meinen Körper diese Herausforderung anzunehmen, die auch mir hilft, meine sonstigen Behinderungen und Depressionen zu bewältigen. Mhm.
Und das Sportliche ist, weil mir das Sportliche halt wahrscheinlich auch im Blut liegt, aufgrund meiner bisherigen Lebensweise, 20 Jahre Sportvereins, Vorsitzender und vom Fußball angefangen, alle Sportarten mitgemacht. Ja, das wollen wir halt unterstützen und wir werden das Ganze ja über dabei sein. Ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr also Lust habt, den Georg und diese Aktion zu unterstützen. Ihr werdet demnächst entsprechende Informationen dazu bekommen und wir hoffen, dass es ein gutes Jahr 2021 wird und dass wir uns allerspätestens dann mit diesen ganzen Vorbereitungen bei der Deutschen Meisterschaft sehen, aber ansonsten natürlich auch bei allen anderen Vorbereitungen, die wir in diesem Jahr machen. Ja, herzlich gerne. Ja, vielen Dank, Georg Drolf, für diesen tollen Aspekt des sportlichen Wintersporterlebnisses und wir sind gespannt, was daraus wird. Ja, ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr das unterstützt. Vielen Dank. Danke. Okay.